Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Oh, Lombrero. Was ist hier denn los? Schau es dir besten selbst an. Okay, was ist denn hier los? Oh mein Gott! Sieh mal, da ist Turtok. Tengulis, was ist hier passiert? Ja, sie wurden vernichtend geschlagen. Im unterirdischen Dungeon. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Dieser Ort. Er ist ganz schön heftig dort. Wir sind noch nicht einmal bis zu Crowland vorgedrungen. Ich will nie wieder an so einen schlimmen Ort. Ach du Kacke. Dieser unterirdische Dungeon ist weit schlimmer als erwartet. Nach ihm. Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Gengar, was sagst du da? Wir müssen einfach versuchen, es geht um die Rettung von Simsalas Team. Ist nicht wirklich auch so euer Ding, was? Sogar die sehen cleverer aus als ihr. Oh, es ist zu viel. Sogar Turtok wurde besiegt. Es wird richtig hart. Wer geht auch schon freiwillig in so einen gefährlichen Dungeon? Unmöglich, ich kann da nicht hin. Ich fange zu leicht Feuer. Chassis-Erdbeben. Das ist wie mit offenen Augen dem Verderben entgegenzugehen. Hey, yo. Leute. Ja, seht ihr. Sogar die kapieren endlich, was abgeht. Ich würde mir alle meine Blätter verbrennen. Selbst ein Ghoulist. Seht's doch ein. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr kriegt eine Belohnung, nur weil ihr es versucht habt. Seid weise und lasst es mit der Abenteuerreise. Und alles, was gereimt ist, war. Auf. Herr Doki, ich bin ratlos. Was sollen wir jetzt machen? Selbst wenn es unmöglich sein sollte, sollen wir versuchen, Simsala zu retten? Gehen wir. Ja? Ja, das denke ich auch. In Ordnung, Doki. Hört mal alle zu. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Was haben sie gesagt? Hey, wer sind die überhaupt? Ich kenne die nicht mal. Es ist das Team Pokepakt. Hier in der Gegend kennt man sie. Team Pokepakt? Du meinst die, die angeblich mit der Voluna-Legende zu tun haben? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht noch vor kurzem Flüchtlinge? Ob sie das schaffen können? Sehr zäh sehen sie nicht aus. Ja... Es stimmt, vielleicht sind wir damit tatsächlich überfordert. Aber wir sind immer noch ein Retterteam. Pokémon zu helfen, die unter den Naturkatastrophen leiden, das war der Grund für uns ein Retterteam ins Leben zu rufen. Deshalb möchte ich Simsalas Team um alles in der Welt retten. Niemals aufzugeben, das ist der Stolz von Team Pokepakt. Okay. Ihr seid wirklich nicht die Helden, was? Warum macht ihr nicht das, was alle anderen auch tun und verhaltet euch intelligent? Nein, Bracky hat recht. Okay. Ja, wirklich, ich konnte nicht mehr klar denken vor Angst. Okay. Wir haben alle das Wichtigste vergessen. Wir sind Retterteams. Stolz. Wir können auch stolz sein darauf, dass wir Retter sind. Ja, Mann, das könnt ihr. Seid ihr bescheuert? Ja, warum hört ihr nicht mit. Warum hört ihr auf diese Witzfigur? Warum wollt ihr euch das antun, was, wenn die Lage vollkommen aussichtslos ist? Tatsächlich? Wir haben es erst einmal versucht. Turtok! Das ist nicht die Zeit, untätig herumzuliegen. Okay. Ja, Schluss mit diesem Weh mir Selbstmitleid. Jo. Wenn wir jetzt aufgeben, ist alles vorbei. Nicht bei mir. Okay. Octillery und auch Geowatz. Okay, das klang vor einer Weile noch ganz anders. Jawohl, so ist es. Es muss Wege geben, die wir nehmen können. Wenn wir alle zusammenreißen, finden wir bestimmt einen Weg. Wir meistern den Dungeon, in dem alle Retterteams kooperieren. Okay. Tickt jetzt doch komplett aus.
Aber sagt nicht, sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Okay, hau rein, Gengar. Ich brauche wenig. Danke, Draki. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt. Auf jetzt. Wir müssen an die Arbeit. Zeigen wir ihnen, was wir Retterteams wirklich drauf haben. Jo, Mann. Wir wurden aufgehalten, da wir Probleme mit Gengar hatten. Aber jetzt können wir auch in den unterirdischen Dungeon gehen. Wir werden zwar erst morgen aufbrechen, aber ich bin jetzt schon ganz aufgeregt vor Freude. Wir sollten uns heute gut auf den Dungeon vorbereiten. Lass es mich wissen, wenn du zum Aufbruch bereit bist. Natürlich. Sippy, besuchen. Sippy, du kommst mit. Du kommst definitiv mit in den Dungeon. Es könnte vielleicht ein bisschen problematisch sein, da er ziemlich unterlevelt ist. Aber Sippy ist ein Teil unseres Teams. Er muss dabei sein. Anders geht es einfach nicht. Gut, wir lagern erstmal alles. Und dann gucken wir, was wir alles mitnehmen werden. Ja. Wir gehen noch vorher noch mal kurz einkaufen und gucken, ob wir da noch irgendwas im Laden finden. Gandrios gesprochen. Ja, dankeschön. Ich habe zwar nichts gesagt, das war alles Draki, aber dankeschön. Nett von dir. Kaufen wir einen Belebersamen. Also mit Belebersamen sind wir jetzt auf jeden Fall gut ausgestattet. Da haben wir jetzt einige von. Ich würde mal sagen, wir nehmen 5 davon circa mit. Och, jetzt hört auf. Brüderchen. Mein Bruder. Ja. Kaufen. Was haben wir denn hier so? Schaufeln? Wäre eigentlich eine Überlegung wert, aber... Nee. Nee. Kaufen. Nicht Lager, meine ich. Nehmen. So. Wir... nehmen. Ich würde sagen, 2 Pirsif-Bären mit. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Immer ein bisschen vorausdenken. So, 2 davon. Dann nehmen wir nochmal 5 Sinelbären mit. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Äpfel. Ich denke, das dürfte reichen. 1, 2, 3. Dann nochmal 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4 weitere Belebersamen. Haben wir noch irgendwie... Wir könnten nochmal Durchbruch mitnehmen. Und das Elekid beibringen. Der bräuchte nochmal eine neue, stärkere Attacke, würde ich sagen. Items. Durchbruch Einsatz. Zippy. Oh, der hat sogar einen Platz frei, okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir... Geld lagern. Geld lagern wäre noch eine Idee. Lagern. Alle 10.000 Poké. Und dann gucken wir nochmal kurz bei dem Infobrett, ob hier vielleicht noch irgendwie für später eine Mission bei ist, wo wir ein Partnerareal bekommen. Ich habe Partnerareal gesagt, oh mein Gott! Ja. In Ordnung, ja, ich bin bereit. In Ordnung, wir sind soweit. Heute Nacht sollten wir uns ausschlafen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir träumen bestimmt, ja, dachte ich mir schon, dass wir jetzt nochmal träumen werden. Ich hätte mir einen Kaffee holen sollen, verdammt. Egal. Ich habe wieder diesen Traum. God of War. Morgen, nicht wahr? Morgen geht es in den unterirdischen Dungeon. Ja. Alle sagen, dass dieser Dungeon schrecklich ist, aber ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Doki. Du hast meine Unterstützung. Bitte geh voller Zuversicht. Ja, das werde ich, danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in den Dungeon. Übrigens, Gardua, weißt du,
wie es unter der Erde so ist? Oder wie Groudon ist? Nein, es tut mir leid. Ich kann es nicht wahrnehmen. Na gut. Ich habe irgendwie gehofft, du wüsstest etwas mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir leid. Nein, ist schon in Ordnung. Danke, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Aber es gibt eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe nähert sich ihrem Ende, Stück für Stück. Meine Rolle? Endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe hat dich hierher gebracht. Okay. Diese Aufgabe nähert sich nun ihrem Abschluss. Gardevoir, bitte sag mir, was ist meine Rolle? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Wenn die Zeit kommt, ich denke, ich kann es dir sagen, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Au revoir. Au revoir. Am nächsten Morgen. Also ich bin zuversichtlich, wir schaffen diesen Dungeon. Vielleicht mit ein paar mehr Versuchen, aber wir schaffen ihn. Definitiv. Guten Morgen, Doki. Hast du gut geschlafen? Ja, klar, wenn ich. Hab ich. Gardevoir hat gesagt, sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meint sie mit dem Abenteuer, dass wir unter die Erde gehen müssen? Wird sie mir alles sagen, wenn wir Sindalas Team gerettet haben? Hallo? Schläfst du etwa noch? Lass uns gehen. Ist Sippy im Team? Ja, Sippy ist im Team. Nice. Magma-Höhle. Let's go to the Magma-Höhle. Today. Wo ist Sippy? Hier müsste es sein. Groudon muss sich in dieser unterirdischen Höhle befinden. Boah. Sieh dir diesen Lavastrom an. Ich vermute, in dem Dungeon wird es brütend heiß. Du bist ein Feuer-Pokémon, das stört dich nicht. In diesem Moment sollten sich bereits andere Retterteams im Dungeon befinden. Gehen wir hinein und geben uns wie immer unser Bestes. Ich kann heute nicht mehr reden. What the fuck? Egal. Magma Höhle U1. Da ist Sippy. Gut, ich würde sagen, wir Durchbruch fixieren wir erstmal. 126 Erfahrungspunkte, das ist ordentlich. Doppelkick. Ich setze lieber einen Blubber ein. Und jetzt ein Durchbruchs, genau. Ich denke, Sippy, du dürftest hier so ein paar Level aufsteigen bei den Erfahrungspunkten, die wir kriegen. Ja, doch, schon auf jeden Fall. Nice, Sippy. Das war ein super Ruckzuckieb. Und wir dürften gut was an Poke finden, ja. 218 Poke ist auf jeden Fall ordentlich. Ich denke, wir dürften hier mit locker 3000 Poke wieder rausgehen, je nachdem. Oh Gott. Oh, nice, paralysiert. Ich bin stolz auf dich, Sippy. Wir müssen Sippy halt trotzdem noch ein bisschen protecten. Da er ja halt trotzdem ziemlich unterlevelt ist. Und deswegen kriegt er hier einiges an Damage. Und ich glaube, wir sind auch eigentlich total unterlevelt. Deswegen freue ich mich, dass wir so ein paar Pokémon treffen. Nicht so wie im Tumult, weil die haben ja keine Erfahrungspunkte gegeben. Aber die hier geben jedenfalls Erfahrungspunkte. Das ist das Gute halt. Jo, dein Flammwurf. Heieiei. Ein Silberdorn. Wir nehmen den Silberdorn gerne mit und fixieren den mal. Können wir mit, ja, L und R halt Silberdorn werfen. Oh mein Gott, da ist ein Gummi. Ja, das packt ihr alleine. Das dürftet ihr alleine packen. Ach, dein Ernst? So, zack. Macht ordentlich Damage, dieser Silberdorn. Von dürften wir hier eigentlich auch noch ein paar mehr finden. Graugummi. Erstmal Sippy geben. Werfen. Oh, da ist noch ein Pokémon, das ich gerne bekämpfen möchte. 29 Damage. 30 Damage. Und nochmal. 28 Damage. Das sind aber wenig Erfahrungspunkte gegeben. Okay. Krass. Gut. Komm, das bekämpfen wir auch mal. Ah, ich hätte vielleicht nicht Durchbruch einsetzen sollen. Ah, ich setze Durchbruch trotzdem ein. Ah, ein Ruckzucki von Draki regelt nochmal. Okay. Ich glaube, es sind jetzt 22 Ebenen, die wir hoch oder beziehungsweise runter gehen müssen. Ja, bis wir halt die Zwischenebene erreicht haben, wo wir nochmal speichern können und so. Oh Gott. Ziehen eine Beere, bitte. Ich spiele jetzt mal ein bisschen vorsichtiger.
damit wir halt nicht gleich am Anfang sofort abkratzen werden. Das wäre nämlich nicht so vom Vorteil, würde ich mal meinen. Was nicht besiegt? Oh Gott, oh danke für den Ruckzuckhieb. Heieiei, ich hab grad Angst, ey. Nice, Glut, schöne Sache. Ich habe schon drauf gewartet, dass er irgendwie eine Attacke macht. Und ein Eisendorn. Ich glaube, zwischen Eisendorn und Silberdorn gibt es eigentlich einen Unterschied. Beim Auftreten verursachte Schaden, ja. Ja, wow. Gibt da irgendwie, wie es aussieht, nicht wirklich einen Unterschied zwischen den beiden Attacken. Zwischen den beiden Items. Aber gut, ist es halt so. Wow. Oh mein Gott, ich habe einen Damage kassiert. Oh mein Gott, krass. Sogar Sandan gibt hier 145 Erfahrungspunkte. Das ist gar nicht mal so schlecht, ey. Wow. Ich bin begeistert. Auf jeden Fall. Gut. Nichts. Auch nichts. Nicht mal ein Pokémon. Einmal im Kreis laufen ist immer schön. Ah. Geowatz. Ne, Georock. Ja. Georock. Blubber. Dein Ernst. Autscha. Hat nur 40 Damage. Oh mein Gott. Okay, wir erreichen Level 23. Wir erlernen eine neue Attacke, die ist... Turbodreher. Naja, brauchen wir jetzt nicht. Wir haben unsere Attacken, die wir eigentlich behalten wollen. Später vielleicht Durchbruch gegen Eisstrahl einsetzen, aber... Na, mal gucken. Sonst keine Level Up, nicht mal Sippy, Manu. Ich glaube, Sippy ist jetzt Level 14 oder 15? 13? Ich weiß es nicht. Lockduft, dein Ernst. Nice. Flunky vergibt aber richtig wenig Erfahrungspunkte, lol. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Muss ich jetzt mal sagen. Und zack. Aber gut, dann halt nicht. Einmal bitte auf das Feld treten, alle. Danke. Damit unser Fluchtwert wieder normal ist. Ah, da. Treppe. Nice. Wir kommen ganz gut voran, muss ich sagen. Wir kommen ganz gut voran. Also, in dem Part bis zum Ende der Magma-Höhle schaffen wir es, denke ich, nicht. Außer ich überziehe den Part vielleicht ein bisschen. War da gerade ein Georock und das war auf einmal weg wieder? Hä? Oh, jo. Das war ein gutes Damage, oder? Ein Magma. Da oben sehe ich einen Arbok, oder? Ja, ein Arbok. Jetzt. Zack. Und hier fliegt eine kleine Fliege rum oder eine Mücke, keine Ahnung. Aber die irritiert mich gerade ein wenig. Pff, geh weg. Was ist denn mit dir, ey? Was ist denn mit dir, Mücke? Mensch. Ja, okay. Gut. Weiter. Treppe, nice. Oh Gott, schöne Sache. Rotgummi. Werfen. Und ein Schwarzgummi. Das dürfte für Geist-Pokémon oder Unlicht-Pokémon sein. Ich weiß es nicht genau. Ah, IQ-Fähigkeit loyal. Nice. IQ loyal wählen. Jetzt dürften wir alle wieder gleich weit sein, ne? Es geht ein nach unten, genau. Es geht ein nach unten, richtig, okay. Und hier geht es auch ein nach unten. Das heißt, ich bin wieder dran mit Gummis kriegen. Das klingt einfach immer so falsch, oder? Das klingt einfach immer so falsch. Einmal nach da bitte, genau. Zack. 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 Besiegt, nice. Es fliegt hier sogar eine Polle in meinem Zimmer rum. Eieiei, was ist denn hier? Ich meine... Fenster ist auf, das dürfte mich eigentlich nicht wundern, aber komm schon, dein Ernst. Zack. Ja, okay, schon U13, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir kommen echt gut voran. Aber wie gesagt, nicht mal auf die Mitte-Ebene schaffen wir es, glaube ich, noch in dem Part. Drakile 24, schön. Ich warte mal auf das Level-Up von Sippy. Kannst gerne Level Up kommen, Sippy. Braucht der so viele Erfahrungspunkte oder was ist mit ihm? Sippy, Bericht. Noch, boah, der braucht insgesamt ziemlich viel. 37.000 auf Level 14. Okay, oh doch, gar nicht mal, oh. Aber er braucht noch, er kommt bei Level Up, das ist schön, das ist schön.
Also Level 15 kommt da auf jeden Fall. Ein Rotgummi. Schöne Sache. Bitteschön. Selbstheiler ist schön. Selbstheiler ist richtig schön. Dann Statuseffekte, beziehungsweise halt sowas wie Gift und so. Nee, nicht Gift. Hier, ich zeig's euch. Pokémon erholt sich schneller von Statusproblemen. Das heißt von, von Gift nicht. Gift hält, glaube ich, immer an. Aber von Paralyse, von Schlaf und so weiter und so fort. Von dem ganzen Schmarrn. Eieiei, das war Damage. Jetzt stirb, Arbok! Oh, gut. Gut, gut. Eine Sinelbeere, vorsichtshalber, ne? Man weiß ja nie. Immer vorsichtshalber eine Sinelbeere oder so einsetzen. Oder sowas in der Art halt. Jedenfalls was ihn heilt. Oh Gott. Hochgehen, danke. Jetzt, geh weg. Dein Ernst? Ah, super. Immerhin trifft er ruckzucki. 210 Poke, das ist nice. Wie viel Poke haben wir schon? 1600 und ich muss den Part gleich beenden. Das mache ich jetzt auf dieser Ebene. Das noch einsammeln. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei... Okay, nächste Ebene. Bei das nächste Mal wieder. Essen. Haut da rein. Na. Wartet. Jetzt.